Hallo und willkommen auf unserem Kanal. Wir testen in regelmäßigen Abständen elektronische Messgeräte. Heute haben wir das Parkside TDS und EC Messgerät am Start. Dieses Messgerät ist dafür gedacht, die Wasserqualität zu messen. Das möchten wir euch heute einfach mal vorstellen. Dieses Messgerät misst die Anzahl der Ionen im Wasser, also somit die Salze und Mineralien. Was es jedoch nicht messen kann, ist nicht-ionische Chemikalien. Somit kann die tatsächliche Wassergüte damit allerdings nicht bestimmt werden. Das Gerät selbst ist klein und handlich. Und wenn man diese Kappe hier öffnet, dann sieht man da unten drin die drei Messsonden. Zum Einschalten drückt man hier den Einschalt- oder Modusschalter. Ob man das jetzt genau sehen kann, weiß ich nicht. Im Augenblick steht es auf EC, drücke ich drauf, steht es auf TDS. Drücke ich nochmal drauf, dann steht es auf Temperatur. Somit können wir Folgendes messen: TDS, EC-Leitwert und die Temperatur. In unserer Testreihe haben wir zuvor folgende drei Flüssigkeiten ausprobiert. Das ist einmal normales Leitungswasser aus Wilhelmshaven. Dann haben wir hier Wasser aus der Nordsee. Und hier im ordentlichen Gelb das Wasser aus Wilhelmshaven aus dem Kanal. Diese beiden Wässerchen zeigen bei diesem Gerät ein PPM-Wert von 9.999 an. Also das kann man so nicht testen. Und dafür ist dieses Gerät auch gar nicht gedacht. Was wir hier aber messen können, ist das Trinkwasser aus Wilhelmshaven. Und hier habe ich beispielsweise mir mal eine Liste aus dem Internet herausgezogen, die mir zeigte, dass beispielsweise in Bensheim ein PPM-Wert von 320 existiert und in Mannheim ein PPM-Wert von 480. Das bedeutet, auf 1 Million Partikel Wasserartikel existieren dann beispielsweise 320 oder 480 Fremdpartikel. Das möchten wir jetzt gerne mal mit diesem Wässerchen hier testen. Ich tauche das mal ein und bekomme einen Wert von 157. Die untere Taste ist eine Kalibrations- oder eine Hold-Taste. Ich drücke mal die Hold-Taste. So. Und der Messwert bleibt somit gespeichert. Ob man das jetzt sehen kann, das kann ich nicht genau beurteilen. Aber der Messwert ist hier bei 161 ppm. Und das ist doch schon mal ganz gut, ne? Allgemein ist uns bekannt, dass das Wasser hier in Wilhelmshaven eine recht gute Qualität hat. Auch wenn wir mit diesem Messgerät, wie schon erwähnt, keine Chemikalien oder ähnliche Dinge messen können. Das Messgerät wird betrieben mit einer 2032 CR-Zelle. Das ist in etwa sowas hier. Und hat hier hinten noch einen kleinen Gürtelclip. Nach jeder Messung sollte man unbedingt die Sensoren hier putzen, und zwar mit destilliertem Wasser.
Und dann kann man die Kappe wieder ranmachen und gut ist. Ein Vergleich mit anderen Gerätschaften können wir jetzt hier nicht anbieten. Aber schaut man sich auf dem Markt mal die Preise an, dann können die Qualitäten im Einsteigerbereich nicht sehr gravierend unterschiedlich sein.